Okay, also sage mir jetzt den Code. Und wie geht da eigentlich die Taschenlampe? Ich kenne den Code nicht. Der steht doch da auf der Seite drauf. Hat irgendwer eine Taschenlampe? Ja, ich. Ja, dann gib doch her. Was brauchst du denn jetzt eine Taschenlampe? Ja, da. Eine neue Message kommt gerade rein. Mann, da steht doch der Code eigentlich. Da. 6, 3, 1. Aber also wenn es da steht, dann ist es kein gutes Zeichen. Ich hab's nicht gekauft. Was 6, 3, 1. Das ist nicht so schwach. Hör auf da! Da Fotze! Man klettert wieder auch einfach über den Scheißzaun. Das funktioniert nicht. Ja, mach mal die Kamera aus, wir klettern einfach drüber. Wir können so viel Material gebrauchen, wie nur möglich ist. Wenn du meinst. Ja, nimm doch mal wieder die Kamera. Ich hab sie schon. Das ist ein Idiot. Gib das mal Lisa, dem Tomasa oder der Tomasa. Halt's Maul. Was auch immer man dazu nun sagen sollte. Wir sind jetzt schon seit Tagen in diesem Wald. Auf der Suche nach der perfekten Location. Du hast noch. Ach so. Du hast einen Film. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt schon der Anfang vom Film sein soll. Es ist doch egal, wir können es ja so schneiden, dass der eigentliche Anfang das Ende ist. Du meinst, ich kann es so schneiden? Ja, aber nur. Gehen wir mal da rein. Sieht man überhaupt irgendeinen Scheiß? Ich weiß nicht, man sieht Bäume, wenn ich ein bisschen in die Liebe. Diese Taschenlampe ist das schon was für ein Arsch, ja. Naja. Aber da geht's auch ein bisschen wenigstens eine. Mann, warum schaltest du nicht einfach den Scheiß? Ich probier's ja. Ah, jetzt passt's genau. Dann sieht man jetzt irgendwas. Ja, bist du. Ja, die ist der Taschenlampe, ist sowas von für ein Arsch. Los, ab geht's. Folgt mir! Markus, du musst vor ihm gehen. Oder wie man dich auch nennen soll. Also, ich würde sagen, diese Location ist aber gar nicht so schlecht, ne? Ja. Hier unser Lager aufstellen. Ja, dann machen wir das hier. Aber soll das nicht erst. Sollten wir das nicht erst. Dann machen wir mal einen Film. Nehmen wir was? Ja. Wir brauchen ja. Stellen wir das nicht im Film erst auf. Du filmst doch schon. Was? Filmst du jetzt oder was? Ja, natürlich film ich. Ja, okay, dann passt das ja. Ja, aber sagst du nicht wenigstens Action? Schau mal, wie dunkel es jetzt schon ist. Wenn wir jetzt noch mehr warten, dann sieht man hier überhaupt nichts mehr. Außerdem, du filmst doch schon. Aber ich verstehe einfach nicht, warum ich jetzt Action sagen soll. Wenn du schon filmst. Action. Ich bin halt der Sohn und jetzt mach mir dieses Zelt hier auf. Das musst du nur hinlegen. Hilf mir! Der hat gemeint, das ist so ein Wurfzelt. Du musst das nur irgendwo hin tun. Dann klappt es automatisch. Gut. Und jetzt. Steig da rein! Das muss man anders machen. Unser Zelt ist perfekt.
Das ist genau groß genug für drei Leute. Mach schnell, mach mal. Mach schnell, die holen mir da noch eine Zecke. Dann machen wir raus, die Scheiße. Sag, wir brauchen die Sekunde noch. Was? Also ich würde es nochmal so sagen, ihr kommt jetzt alle mal hier rein und wir drehen dann die erste Szene. Warte! Morgen irgendwann mal erst. Wir müssen uns erst an die Umgebung hier gewöhnen. Ihr habt jetzt die Umgebung da gesehen? Komm jetzt hier rein, Tomasa. Ja. Weil ich dich noch anscheiße. Darf ich jetzt mehr Flaschen aufmachen? Ja, natürlich. Ja, das Zelt ist ja noch nicht klein genug. Das muss ich auch saufen, bevor die Kuh. Warum ist denn das mit so einem Plastik verschlossen hier? Das ist halt immer nur das Billigste, was du kaufst. Dein Maul, du Fatze. Also wenn nicht so scheiße nicht aufgeht, kann ich das anders regeln. Pass auf! Alter, pass mit der Klinge auf, bist du auf. Scheiße, ne? Habe ich das, Mann, schon das, schon geschissen hier? Nee! Das passt genau. Jetzt ist sie auch da wieder. Kriegst du es hin? Sieht man überhaupt was? Ja, natürlich. Ich bin natürlich blöd. Er ist doch zu dumm, um den Reißverschluss zuzumachen. Das ist so scharf. Das musst du mit Cola trinken. Nam nam nam. Also nur, damit das mal erklärt wird hier. Also, wir sind jetzt hier draußen im Wald, mitten in der Wildnis. Seit Tagen suchen wir danach nach der perfekten Location für unseren Horrorfilm. Also was sagt ihr Jungs, was für einen Film wollen wir eigentlich drehen? Ja. Wir könnten ja einen Film darüber drehen, wie wir einen Horrorfilm drehen. Scheiße! Das ist voll dumm, oder? Das wäre ja voll scheiße, ne? Und du hast hier überhaupt nichts zu sagen! Das ist doch dumm, Alter. Cut. Zumindest nochmal eins zum Notfall, haben wir noch einen Bogen, ein Jagdmesser hier. Ich habe ein Feuerzeug. Ja, komm. Haben wir was zum Rauchen? Schaut die Kamera mal aus. So, ich filme jetzt wieder. Aber ich habe es gemacht, dieses Zelt, und deswegen habe ich jetzt euren bekommen. Und auch eine Augenklappe? Nein. Ach du Scheiße. Also, wie war das ja, dein Plan? Du gehst raus, so, an der Rauchen. Okay, also. Ja. Und dann hätte man nur mehr so mich schreien. Schreien. Und dann filme ich auf ihm und ich sag so. Hast du das auch gehört? Dann sagst du so, Alter, wir müssen nach ihm schauen. Was denn? Okay. Ja, ich hab dann schon eine witzige Idee, wie es weitergeht, zeig ich euch nachher. Okay, also, 3, 2... Sag deine Idee lieber jetzt.
Nein, du Arschloch. Ist ja nicht mehr, sonst ist ja nicht mehr so. So. So Speck. So. Ich weiß das Wort nicht. Speck. Ich weiß das Wort gerade nicht, aber so es gibt Speck, einen Grund. Speck, ne? Sie hat im Geschäft als Speck verkauft. Ja, mit 2000 Lampen ist, glaube ich, im Zelt. Also mit 2 Lichtern ist im Zelt, glaube ich, zu hell. Ach, das ist mir egal, wie schraubt man es aus da drin? Du filmst mir Scheiß, du Fotze! Das sieht man nur nicht. Ja, cool. Ich hoffe, ein Kinderstuhl. Steigst du es aus da rauchen oder was? Ja, ja, dann mache ich es. Okay, los. Wort 3, 2, 1, Action. Warte. Wir müssen mal das mit einer. Film du weiter. Ja, mache ich. Wir müssen das mit der richtigen ganz Kamera drehen, die wir für diesen Zweck hier. Musst du schon richtig zumachen. Das ist so professionell. Warte, das hier ist professionell. Sell. Ja, so fängt es jetzt an. Nein. Wo klickt man denn hier die Scheiße an? Ich dachte, du hast sowas schon mal gemacht. Ja, das habe ich auch behauptet. Auf YouTube. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Wo schließt man denn diesen scheiß Mikrofon? Ich muss einfach auf Play drücken. Nein, aber ich meine das Mikrofon. Wow. Ich hab gedacht, du bist scheiße, aber. Professionelle Filme machen. Ja, aber das Problem ist halt, so eine Sony-Scheiße ist nicht kompatibel mit dieser anderen Scheiße. Warte. Okay. Und von jetzt an haben wir wirklich guten Content. Bild und Ton in Perfektion. Warte, ich sag dir, wenn es geht. Ja. Action! Ja, Leute. Ich geh mal raus, eine. Eine rauchen, nicht? Volles Sache, das schneiden wir noch alles raus. Macht ihr das Zelt dann wieder zu hier? Ja, wir machen es. Hör auf mit dem Licht so zu wackeln! Das ist alles scheiße! Sicher, dass wir das nicht hören? Ja, das hört man auf keinen Fall. Also ich hab jetzt rausgesucht! Jetzt kann ich ja ausschalten! Komm jetzt zurück! Nein, du musst schreien! Komm zurück! Halt dein Maul! Du Fotze! Ja, jetzt film wieder, dann schreit er, oder? Was denn? Ich verstehe nicht, wovon du redest. Hast du überhaupt zugehört? Ach so, halt dein Maul. Also, wir zählen jetzt nochmal runter, dann wartest du ein bisschen und scheißt dann. Jetzt film mal aus. Edgeken. Mann, man sieht keinen Scheiß. Ach so, ich. Ach so, warte. Ich hab mir noch angezoomt. Ah! Edgeken! Aua! Brauchst du Hilfe? Nein! Los, wir müssen irgendwas tun, lass uns ihm helfen! Ja! Sorry, ich war die richtige. Komm zurück! Ja. Hilfe! Sollen wir den. Warte, tu mal. Was denn? Tu mal auf mich filmen und ich sag. Hast du das gehört? Das klang ja sehr der Probleme. Wir müssen ihm noch helfen. Alles gut? Ist es drinnen? Ja, wir müssen ihm helfen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Zu ihm. Das war voll im Kosten, ja. Das war richtig gut. Also gerade waren es da eine Gruppe von Leuten vorbei. Und er schreit, Fotzen. Naja. So ist das Leben, oder? Ja. Also in der nächsten, filmst du noch? Ja. Also in der nächsten Szene sollte ich dann vielleicht rausrennen und
zu Hilfe rufen. Also wir werden das in einer subjektiv filmen, in Form Footage Style, welcher von den 1999 erschienenen Film Blair Witch Projekt. Was natürlich kein Einfluss auf. Ah! Mein Auge! Ich wollte nur sagen, dass wir uns keine Inspiration von irgendwelchen anderen Filmen genommen haben. Kannst du aufhören, mich anzuspucken. Aber das deckt weh. Und das finde ich scheiße, ne? Kein Alkohol, Kinder. Wie schreist du denn so? Ach, ich hab... Aufladen. Auftanken. Besser gesagt. Also jetzt legen wir uns alle schlafen, oder? Ja. Soll ich jetzt im Nassen drin schlafen, oder wie? Ja, man, er da überall. Ich werde mich nicht neben die legen. Ja, du hast das verschüttet, also liegt die da hin. Ich will aber auch nicht neben dem Sexisten schlafen. Ja, ich bin kein Sexist, ich bin nur homophob. So. Und transphob. Lol. Der erste Drehtag, erfolgreich. Der war scheiße. Der schlaft schon. Naja, ich will es mal so sagen. Mit so einer wie dir kann er auch nicht schlafen, deswegen brauchst du mich als menschlichen Schutzschild. Du bist kein Mensch. Du bist kein Mensch. Ja, mal die Fressen halten. Na gut, hast du... Scheiße, hier komm ich schon bei den Arschlöchern aus. Hey, das war mein Spruch. Und ich will, so wie du von nun an nur mehr Thomasia genannt werden willst, will ich von nun an nur noch Ellen genannt werden, nur dass du es weißt. Was, Ellen? Ja, Ellen. Warum Ellen? So wie Alan. So heißt der Fette in Fangover. Nein. In Fangover. Es geht überhaupt nicht um Fangover. Weil wir dürfen den echten Namen von dem Film nicht verwenden, sonst werden die einfach verklagt. Zum Glück hast du schon Sony und Blair Witch Project gesagt. Was denn? Das wird alles wieder rausgeschnitten. Die Tatsache bleibt doch, dass... Wer ist jetzt Ellen? Ja, ich. Jawohl. Ich bin Ellen wegen, dass Ellen Smithy ein Synonym ist für Regisseure, die nicht mit ihren Filmprojekten in Verbindung gebracht werden. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, genau, und darum geht's auch. Ich will von nun an Ellen genannt werden, weil jetzt weiß so beschissen seid, dass ich nicht will, dass irgendwer meinen echten Namen kennt und er weiß, dass ich euch kenne. Ist das jetzt klar oder was? Die lassen wir uns einfach. Max, sie will. Na gut, passt schon. Ich werde mir jetzt erstmal draußen einen runterholen. Tja, ich denke, das waren dann auch schon die Aufnahmen. Nein, warte mal, ich will nur noch eins sagen. Egal wie lächerlich das jetzt klingt, aber ich glaube, ich bin echt langsam ein bisschen fett, also. Ah! Warum sind diese Flaschen so konstruiert? Ja, weil du alles ausspuckst. Nein, das stimmt nicht. Ich trink das nächste Mal einfach Wasser. Es liegt nur daran, jedes Mal, wenn ihr die Flasche wieder wegziehen will. Entsteht da drin Ein Unterdruck. Ah. So eine Art Luftblase. Ich habe in der Chemieschule gut aufgepasst. Und die kommt dann rausgeschossen. Was, Leute, ist für sie. Und spritzt mir ins Gesicht wie ein Schwanz. Können wir jetzt endlich schlafen gehen? Ja. Gute Nacht. Mach wirklich Cut. Tschüss. Kommst zurück vom Pissen, wie auch immer das gehen soll. Und dann sagst du, du machst das jetzt Angst, rüttelst am Zelt und wir filmen das von innen, oder was? Nein, ich film's von außen. Ich muss ja die Kamera mit haben. Ja, aber wir können es auch von innen filmen. Achso, du meinst, ihr filmst das von innen und ich film das von außen? Ja, na klar, und dann können wir uns dazu. Ah, das ist gut. Ja, dann ja, macht's mal. Du. Und deswegen bin ich der Regisseur. Streng genommen bist du der Producer. Ah. Achso, mein Rucksack lasse ich aber da. Ich bin noch ein Rucksack. Ja. Und was? Ja. Nein. Was? Nein. Nein. Du hast keinen Alter mehr. Nee. Also ich sag euch einfach dann, wenn's losgeht. Ja.
Okay, drei. Warte mal, warte, noch nicht. Okay. Läuft irgendwer vorbei. Ja, also, aber ihr... Ja, mach jetzt! Ja, aber ihr solltet ja eigentlich so schlafen, oder? Ja. Okay. Jetzt, aber jetzt Ruhe, bitte. So, ich war jetzt einfach gerade im Wald pissen. Und ich hab mir gedacht, ich lach denen einfach ein bisschen Angst noch ein. Die sollten schon am Schlafen sein. Hoffentlich. Was ist denn da drin? Scheiße! Hast du meine Flasche ist umgefallen! Was ist das für ein Licht da draußen? Das sieht doch aus wie eine Handytaschenlampe. Mein Gott. Das ist ja einfach geil. Oh mein Gott. Kannst du jetzt endlich mal den Maul halten? Ich bin komplett geschockt. Oh mein Gott. Ja, war ja schon nicht so schlecht, oder? Ja. Was soll das jetzt überhaupt für eine Scheiße hier? Ja, die Kamera her hier. Was für eine Kamera? Mein Gott, was ist das denn für ein Lausebub? Ich kann diese Kamera nicht merken. Na gut, das war's dann wohl. Wir sehen uns morgen. Bieten, weißt du was? Ich hab da ja keinen. Warum? Weil dein Arsch zu fett operiert wurde. Das kommt erst, nachdem ich das Geld von dir für den Film bekomme. Was für ein Geld? Und was überhaupt für ein Film? Ich hab's euch gesagt, Leute. Dieser Film kann doch gar nicht existieren mehr. Weil das der Film ist. Schau mal, wie schockiert der ist. Bleib auch nur nach Hause. Aber wir wohnen doch alle hier. Keine Sorge. Du kommst nicht mehr nach Hause. Können wir jetzt wirklich Alarme? Cut. Warum denn? Man kann es doch ruhig mitfilmen. Los jetzt! Lass sie ein! Nein. So, warum? Sie ja, okay. Also, was ist dein Plan? Sonnenbrillenmark. Ich schau nur kurz Instagram. Mann, jetzt! Bist du weg da! Ist das Ding aus? Ja. Das rote Licht nicht leuchtet, dann sieht nicht aus, gell? Ne, wenn das ein Kreis das ist, rot, wenn das Kreis ist, dann leuchtet, wenn das ein Quadrat ist, dann ist sie aus. Ja, dann. Im Moment ist es aber so nah. Ja, was da ich denn gerade? Also können wir es ja so machen, gell? Ja. Alter, ich will nicht, dass das über das, den ganzen Scheiß hier läuft. Nö. Also, wir sagen jetzt einfach, ich gehe jetzt mal kurz raus. Am Rauchen, gell? Ja. Dann verschwinde ich, ja, und dann verschwinde ich. Spurlos. Spurlos. Ich glaube, du nimmst deine Situation etwas aus. Ich weiß das Wort nicht. Speck. Ich weiß das Wort gerade nicht. So ein Speck, ne? Wird im Geschäft als Speck verkauft. Ja, mit zwei Taschenlampen ist, glaube ich, im Zelt, also mit zwei Lichtern ist im Zelt, glaube ich, zu hell. Ach, das ist mir egal, ich schwarz muss aus da drin. Du filmst einen Scheiß, du Fotze! Das sieht man nur nicht. Na gut. Ich hoffe, das ist mit you. Steigst du es aus, da rauchen oder was? Ja, ja, dann mache ich es. Okay, los. Warte, 3, 2, 1, Action. Warte. Wie müssen wir das mit einer. Film du weiter? Ja, also. Ich würde sagen, der geht mir ziemlich auf den Sack. Ja, mach jetzt! Ja, aber ihr solltet jetzt ja eigentlich so schlafen, oder? Ja. Jetzt, aber jetzt Ruhe. Also ich denke, das ist schon mal ziemlich gut gelaufen für den ersten Tag. Ja. Was ist denn da draußen für mich? Ah! Verdammte Scheiße! Hast du was? Meine Flasche ist umgefallen! Was ist das für ein Licht da draußen? Das sieht doch aus wie eine Handytaschenlampe. Mein Gott. Was
ist der Heilige Geist. Oh mein Gott. Kannst du jetzt endlich mal den Maul halten? Ich bin komplett geschockt. Oh mein Gott. Ja, war ja schon nicht so schlecht, oder? Ja. Was soll das jetzt überhaupt für eine Scheiße hier? Ja. Die Kamera hier. Was für eine Kamera? Mein Gott, was ist das denn für ein Lausebub? Ich kann diese Kamera nicht mehr erkennen. Na gut, das war's dann wohl. Wir sehen uns morgen. Was für morgen, Alter? Die finden nicht mal. Kommt jetzt rein! Ich muss mal schauen, ob das hat überhaupt aufgenommen. Mann, dein Handy ist mal wieder so scheiße. Ich kann es nicht glauben, Alter. Och, es hat ja aufgenommen. Ich muss nur schauen. Hast du auf Stopp gedrückt? Nee. Ja. Ach so, sag das doch. Ja. Ist er dann inkompetent nicht mehr zu überbieten? Das sag ich dazu. Schau dir das mal an! Komm jetzt hier rein, bevor du scheiße isst. Ich finde mich schön. Du bist deine Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, weißt du das? Ich hab da ja keinen Platz im Bild. Warum? Weil dein Arsch zu fett operiert wurde. Das kommt erst, nachdem ich das Geld von dir für den Film bekomme. Was für ein Geld? Und was überhaupt für ein Film? Ich hab's euch gesagt, Leute. Dieser Film kann doch gar nicht existieren mehr. Weil das der Film ist. Schau mal, wie schockiert der ist. Wir wohnen nach Hause. Aber wir wohnen doch alle hier, keine Sorge. Du kommst nicht mehr nach Hause. Sind wir jetzt wirklich alle einmal cut? Warum denn? Man kann es doch ruhig mitfilmen. Bei dem lässt sich das vielleicht leicht beeinflussen, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Was willst du denn? Ich hab einen Bogen mitgenommen, hab deswegen anschießen. Wie? Warum? Kann er nicht einfach so. Kann ich nicht einfach so am Baum stehen und er kommt dann hinter den Baum mit so einem Messer? Ja, aber ich hab jetzt einen Bogen extra mit. Ja. Dann nicht. Dann halt mit dem Bogen, ist mir auch egal. Aber Hauptsache schnell jetzt. Ja, na gut, nimm das hier mal. Dann könnt ihr mal zeigen, wie das mit dem Bogen richtig gemacht wird. Also. Es sind zwei Pfeile. Dieser eine ist eindeutig kaputt. Sieht man das? Ja. Pass auf. Das splittert doch. Ja, wir wollen es jetzt aber echt peilen. Also. Ja. Tu das weg! Jetzt hast du einen Bogen, obwohl du immer zwei hast. Was denn? Ja, Pfeile. Ja, aber darum geht's doch. Wir werden den hier als Fake-Pfeil verwenden und den hier. Warum hast du was? Ja, was denn was? Was denn was? Warum haben wir schon mal den als Fake-Pfeil, wenn es ein echter ist? Warum hast du den jetzt überhaupt zerbrochen? Ja, damit ich ihm die eine Stelle so entkleben kann. Ja, aber du musst immer noch durchschneiden und nicht zerbrechen. Ja, wie soll ich den denn durchschneiden? Hier mit einer Säge. Ja. Ich hab keine Säge. Warum nicht? Gehen wir schnell zum Haus zurück. Na, wir machen das jetzt nicht. Ich hab ihn eh schon zerbrochen. Schau, komm her. Ja, bin fertig. Echt. Das ist unfassbar. So, ja, du nimmst jetzt die Kamera hier. Er ist nicht so inkompetent, wie er ausschaut. Gib ihm die Kamera. Nimm die Kamera. Warte, du musst das noch filmen. Ja, okay, gehen wir erst nochmal raus, Alter. Ja. Ich hab schon die eine, zwei. Nimm doch die Taschenlampe. Tom! Ja. Tomasa. Tomisi. Ich werde dich nicht so nennen, wie du das willst. Es ist egal, wie du mich nennst, denn ich fokussiere mich nicht auf solche Kleinigkeiten wie Namen. Filmst du wahrscheinlich jetzt rein, Handy? Die Taschenlampe ist schon echt schwach. Ja, ne? Ist das alles gut drauf? Ja. Was mit der richtigen Kammer? Ja, das ist noch drin, die hole ich. Natürlich das hier, wenn ich mal fertig habe. Also. Kannst du das mal aufhören mit dieser Scheiße hier? Hier ist ein Panzerchip. Ja, du bist ein echter Special Effects Artist.
Jetzt einmal, du dumme Person, halt das. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Machen das hier mal ab. Wir tun das hier mal durchschneiden. Mann, das hat Geld gekostet. Das Alter, hat 24. Pass auf. Was denn? Ja, für mein... Hast du Angst vor deinen Hoden? Um meinen Bauch. Alter, bitte, wir haben doch Messer dabei. Ja, aber das kann ich jetzt nicht machen. Ja, aber so ist es authentischer. Ja. Deine Finger müssen auf den Scheiße. So, jetzt stellen wir das mal an. Was denn, was denn? Ach, du filmst weh. Das. Warum? Ja, weil da spitze irgendwas rauskommt. Na gut, pass auf, wir machen das jetzt so. Was sind das für Scheißkinder? Das ist die Blauwitch. So wie im echten Welt. Wie auch immer. Ich dachte, das sind die reifen Legends. Weißt du, wir haben jetzt dieses mentale Krebszeug und so. Du bist ein Idiot. Also. Ja, halt euch auch selber schon, ich will das auch schon nicht mehr. Und ich tue so, als würde ich ihn rausziehen wollen, will ich aber gar nicht. Na gut. Also. Aber wir fangen nochmal an. Ich hole jetzt mal die Tasche, wie euch. Ich hab's schon, danke. So. Ja, das jetzt andere Ende auch. Ich das mal da rein. Scheiße, ja. Ist das jetzt eigentlich mein Handy? Das ist mehr. Ist da noch, filmt das noch? Nein. Weil du musst mir doch mal sagen, was sich verfilmt. Also, jetzt tue ich das hier mal raufschütten hier. Komm schön mal dran. Das ist roter Rübensaft und das stinkt nach Scheiße. Alter, pass auf die Hose auf. Das stinkt nach Schönheit und du glaubst eigentlich, wie ich es schaffen soll, die Hose nicht zu treffen. Willst du mir das nicht vorhaben? Ich hab dir gesagt, zieh dir ein anderes T-Shirt an, du. Ja, T-Shirt passt dir, aber Hose. Ah! Dann geh mal in Deckung, ne? Das ist pink. Finde ich gut. Was für Leute laufen da herum? Sollen wir denen auch Angst machen und das rote Rübe? So, mich und Thomas hier, ich hab ne gute Idee für dich. Tomisius. Du haltest jetzt mal lieber dein Maul. Also. Seid schön leise. Ich höre direkt hinter uns. Schrei einmal bitte ganz laut. Nein, nein, nein. Sonst fliegen wir noch auf. Wir fliegen nach hinten. Das geht doch. Die sieht man eh nicht. Ja, du. Sie haben uns. Verdammte Scheiße, Films. Wir sind keine Monster, wir drehen hier einen Kinofilm. Ein Film! Ist meine Hose wirklich dreckig? Ja. Ach. Doch, wie ist mir das passiert? Ich bin nicht dran. Mann, Gott, mal so, ja, ja, so, muss das wichtiges Film. Und er sagt so, wie ist das dann passiert? Und dann was willst du denn filmen? Den gib mal her. Warum? Ja, sag mal, was du filmen willst. Wie ist denn diese Wunde hier passiert? Ist das etwa eine paranormale Aktivität? Mann, mach jetzt, ich will es echt haben. Ja, mach. Ja, du bist der, der das abfeuert. Die. Nein, du. Ach so. Du wirst dich doch nicht selber abfeuern. Warum? Soll ich wirklich schießen? Ja, das ist vermutlich keine gute Idee, mein Junge. Schuss aus. Ich muss ja so mit dem Rücken Glas stehen. Und dann fühlst du so, ja, damit der Pfeil aus der richtigen Richtung kommt. Ach scheiße, ne, wir haben den falschen Seite angeklebt. Ja, das passt ja, dann kommst du einfach. Ja, okay. Er wird jetzt einfach so tun, als ob er feuert. Ich film dann schnell zu dir. Ja, genau. Und du tust dann so, ey! Und dann kippst du ganz so schnell um. Also tu jetzt einfach so, als ob du schießt. Ja. Und dann kommt das Geschrei. 3, 2, 1, Action. Jetzt reicht's mit dir. Ah! Ich pack das gerade. Meine Identität.
nicht halt, aber meine Identität. Jetzt nochmal. Noch einmal, okay. Ja, schon. Ich finde, meine Identität hat schon gepasst. Okay. Und 3, 2, 1, Action. Warte mal. Jetzt reicht's mit dir! Komm ein bisschen näher. Jetzt habe ich ihn richtig besorgt. Ihr. Du noch irgendwas drehen? Ich würde gerne seine Mordszene drehen. Seine Mordszene? Ich habe keine Mordszene, ich bin unbelehrbar. Sehr unbelehrbar. Tja, das kann wohl auch der Fall sein, aber... Alter, was war das gerade? Was waren das für... Was sind das für Blitze? Hä? So. Woher kommt denn das? Das sind nur Glühwürmchen. Glühwürmchen? Verrat, tick, 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 tick. So soll das Licht flackern sein. Tja... Wir können ja ein Spiel spielen. Ich schieße den Pfeil ganz hoch. Nein! Und wer überlebt, hat gewonnen. Ja. Bitte tu das nicht. Mein Gehirn hat zu viel Relevanz für diese Welt. Er hat zumindest das Sonnenbrille auf, deswegen... Deswegen bin ich cool. Ja, er, sie oder was auch immer. Tja, deine Hose ist jetzt wohl völlig im Arsch. Das ist sie ja immer. Also ich weiß es nicht so ganz, wie wir seine Mordszene drehen wollen, wenn ich du eine Idee. Tot bleib bist. Mal genau hier. Weiterhin filmen? Ja. Du kannst den ja mit der Jack Daniels Flasche... Sag das nochmal mit, ich weiß nicht, wie wir seine Mordszene jetzt filmen sollen. Ich weiß nicht, wie wir das eine Mordszene jetzt filmen sollen. Na so! Ah! Ich sehe nicht genau, aber ich hätte ihn jetzt abgestochen. Was ist das? Du Arschloch! Wie kann man das sowas mit haben? Ja, ein Film. Wir sind doch beide zu fett. Also, er will dich jetzt abstechen. Er will dich jetzt abstechen. Na, also ich habe ja die Flasche vorgeschlagen als Mordwaffe. Aber andererseits willst du wirklich ein neues T-Shirt kaputt machen. Ich glaube, er hat sich geweigert. Ja, okay, wir bringen ihn halt echt um. Viermal, ich brauche Licht. Du weigerst dich. Schon haben wir es. Das war voll geil! Das war echt voll geil. Was war das? Nein, ich hab eine Perücke noch. Können wir jetzt gehen, wirklich? Ja, na klar, jetzt klebt das Zelt auf. Ich muss nur das noch filmen. Für den Anfang vom Film oder das Ende. Ich spiel's dann einfach rückwärts ab und dann schaut's so aus, als ob wir das Zelt in den Wald tragen. Du bist echt so ein Genie. Jetzt hilf mir mal. Hilf ihm. Ich hab schon drauf, keine Sorge. Heb einfach das Zelt auf und trag's rüber. Keine Angst vor denen, jetzt heb das scheiß Zelt auf. Heb einfach das Zelt auf. Was machst du denn? Ist doch nach Hause. Moment, meine Sonnenbrille ist nicht. Das ist meine. Oder? Und wofür braucht man überhaupt hier eine Sonnenbrille? Und was ist mit deiner Identität passiert? Jetzt ist es erst richtig, Meta. Dieser Typ ändert seine Identität so oft. Die andere ihre Wäsche. Ganz recht. Was ist bei dir, Thomas? Hebt's ein bisschen höher. Lass dich rausfallen!
Ich soll da was rausfallen, ich soll das rausfallen. Es ist offen, Alter. Das hängt ja alles nach unten. Aber das mit dem Schatten schaut super aus, noch davon auf. Aber... Warum? Das passt doch. Ja, jetzt muss die Kamera ausschalten, jetzt wird anspruchsvoll, das darüber zu kriegen. Ach, das schafft ihr ja. Das schaffen wir mit Bier. Gib mir mal den Bogen. Ja. Ja, tu die Flachen aus. Holt für die Kamera am besten auch aus, oder? Ja, macht's das Zelt vielleicht zu und haut's es nicht einfach drüber. Wenn die ganzen Sachen drin sind. Ja, macht's es doch zu. Ich denke ja nachher runter. Ja, tragt das jetzt einfach drüber über den Scheiß. Was ist das? Nee. Nein, das ist keine Schlange. Jetzt kommt drüber da. Scheiße, ich hab meine Brille verloren. Die Sonnenbrille? Ja. Siehst du es irgendwo? Aber du nicht im Feld. Ja, ich hab's ja. Also, hast du es jetzt oder was? Na gut. Dann kann ich jetzt wohl stoppen. Okay. Wir schauen, was da war. Was war das? Das kam ja von da sicher. Die Absperrung. Sollen wir schauen? Da ist schon einer. Oh mein Gott! Hilfe! Was ist das? Noch einen Schritt näher. Geh weg! Komm, schlag ihn doch rein! Gib mir die Kamera! Verzieh dich! Gott! Ja. Okay. Komm zurück! Wenn du wissen willst, wie man kämpft, schau dir Karate Kid an! Gah! Wir haben ihn vertrieben! Ha, ha, ha.